Hallo, heute ist das Thema mal wieder militärische Ausrüstung. Schaut euch den Hut an. Ist vielen bekannt, spätestens seit den Filmen über den Vietnamkrieg. Das ist das sogenannte Bonnie Hat. Der ist in verschiedenen Abwandlungen, wird ja auch heute noch getragen, auch von Spezialeinheiten, gerade in heißen tropischen Ländern als Sonnenschutz, Tarnung und Sichtschutz. Auch Captain Price trägt den Bonnie Hat, aber um den geht es heute nicht. Heute geht es um das russische Gegenstück zu dem Bonnie Hat. Auch den kann ich euch zeigen. Da geht es um den Afghanka. Also das hängt mit Afghanistan so zusammen. Das ist ein Teil der Sommeruniform der Russen gewesen oder dieser Uniformen, die sie in Afghanistan getragen haben, in diesem unseligen Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren. Und der ist gänzlich anders als der Bonnie Hat. Er ist aus einem dickeren Material, hat eine breitere Krempe, die ist jetzt hier hochgeklappt, kann man aber auch runterlassen, wie einen Cowboy-Hut tragen. Wie gesagt, stoffdicker, die Krempe ist breiter. Und der Hut ist steifer als der Bonnie Hat. Googelt es mal nach. Afghanka schreibt sich der. Und dann könnt ihr auch Fotos von russischen Soldaten anschauen, die den in Afghanistan tragen. Alte Fotos. Ich füge die Fotos jetzt nicht ein, weil die oftmals auch rechtlich geschützt sind. Wie ich den Hut so gesehen habe, gerade mit der hochgemachten Flanke hier, da muss sie an Teddy Roosevelt denken, dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Der war ja in so einer Einheit, die sogenannten Rough Riders, und da gibt es ein Foto, wie er posiert, mit einem Hut, der wo genauso ausschaut wie der. Lässt sich angenehm tragen. Sommerhut. Hier innen könnt ihr auch sehen, die Größe und die Spezifikation. Muss mal schauen, das ist richtig rum. Der ist jetzt Größe 60. Ich habe normal 58, 59, da könnt ihr es sehen. Vorne ist der rote Stern drauf. Und hier ist noch so ein Kinnriemen, dass man den gegen Wind sichern kann. So eine Art russischer Cowboy-Hut einfach. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen und ich sage danke beim Jürgen. Möchte mich bedanken, der hat mir den vor gut einem Jahr mal geschenkt. Habt ihr vorher selber nicht gekannt? Servus, ciao und bis zum nächsten Mal.